Verena ist zwar aus dem Haus, aber noch nicht aus den Köpfen der Bewohner verschwunden. Hm. Aber ich finde, sie hat sich hier gut gemacht, der Zoo, dafür, dass es schon, wenn so ein Wetter gewesen wäre, haben wir gestern Abend schon gesagt, hätte sie bestimmt keine Woche überstanden. Hm. Das war hier zu eng. Also nicht so ein Wetter, das war drin bleiben müssen, so. Und durch das erste Woche war alles neu, zweite war halt die Sonne und so. Und wenn so ein Wetter gewesen wäre, dann hätte ich bestimmt noch nicht mal, oder bis zum Sonntag dann, weißt du? Wegen der ersten Woche, wie Alex noch da war. Und hat sie sich entschuldigt und so. Für? Ja, weil er auch im ersten Moment hat, wenn man dich im ersten Moment sieht und so und nicht so eine Menschenkenntnis hat oder so, ne? Dass man halt nicht ganz falsch einschätzt, was, wie du wirklich bist. Die ersten drei, vier Tage standen wir so ein bisschen auf, was heißt auf Kies. Ach so. Da hab ich ihr doch, dann habe ich ihr doch auch noch gesagt, dass das nicht so geht und so. Ne? Weißt du noch, ja, Frühstückstisch. Mm. So, ne? Und dann Andrea so, ja, mir ist das egal, weißt du so, ne, Tour und so. Ja, weiß ich ja noch. Ja. Und ich natürlich wieder voll in die Bretter, ne? nicht irgendwie Kielwasser. Gegen den Strom eigentlich, ne? Also so eine Tee. Man hat die erste Woche gedacht, hattest du wirklich gedacht, du wärst ein anständiger Mensch, ne? Also ein ordentlicher Mensch. Das hat sich dann nicht bestätigt, deswegen habt ihr euch so gut verstanden dann, ne? Ich bin nicht so, ich lasse auch da ein T-Shirt liegen und da, aber nicht so, weißt du? So extrem. Ja. Und das habe ich ja eher dann, das weiß sie aber auch, ne? Ich meine, das macht sie aber irgendwie auch liebenswert, ne? Nur, wie gesagt, die Schubladen, die ich so. Wenn sowas, ich sagte, ich gebe dir das dann schon mal. Das meint sie aber nicht böse, das ist sie halt, ne? Wollte gestern mit der dreckigen Korthose rausgehen, ne? Weißt du, welche Korthose ich meine, ne? Die grüne, ne? Hat die überhaupt mal ein Stück hier gewaschen? Nee, ne? Da hat hier nichts gewaschen, ne? Die hat einmal gewaschen, doch. Da hat sie auch die Wäscheleine weiß gehabt, weißt du nicht mehr? Ach ja, stimmt, die weißen Klamotten. Die hat einmal gewaschen. Nee, und dann hat sie die Korthose, ne, weißt du, die grau-grüne da, also diese grünliche. Ja, ich weiß, die braune, ja. Dann hat die das ganze Bein voll Flecken gehabt. Dann sagt Andrea noch so, ja, das trägt man ja jetzt so, ne? Ich mit so Flecken? Die, ja, so ein bisschen Schmuddellook ist ja innen, das steht ihr ja auch so, ne? Und ich so, nee, so geht das aber nicht, ne? Und dann sagt dann die Verena, hat sie voll gelacht, sagt sie, sie sagt dann, die Mama, die erlaubt dir das nicht, also ich, ne? Und Verena sagt dann, du würdest jetzt am liebsten die Flecken rausmachen, oder hast du das gesagt? Ich hab das gesagt. Sie hat gesagt, sie würde jetzt am liebsten die Flecken noch raus. Sag ich, nee, Verena, das kannst du echt nicht tun. Du bist da vor Kamera und so. Ne? Sie ist ja so, das steht ihr ja so ein bisschen loddelig, ne? Aber nicht mit den Flecken. Die Bewohner haben ihre Taxirouten erhalten. Und, wofür geht's denn hin? Ich fahre nach Hamburg und du? Och nee, nach Berlin. Ja, und der John nach Köln. Und dann mal. München oder was? Scheiße, die innere Kanalstraße, hier die Stoffe. Was sag ich denn? Hä? München? Du hast Stuttgart. Stuttgart? Da freut sie sich, guck mal. Das finde ich cool. Strahlt sie. Hast du Erinnerungen dran? Ja klar, ja. Erzählst du, hast du schon. Oh, Barbarossaplatz, innere Kanalstraße. Hast du aber mal erzählt. Nur einen Bekannten. Aber ich finde, Stuttgart sind gute Leute. Perlengrabe, der heißt Perlengraben. Was hast du denn? Zizilienstraße, Berlin, Matthias-Brüggen-Straße, Hönninger Platz, Lahnstraße, Marweg, Flora-Straße. Die Flora! Die haben wir in Köln auch. Ist ja Köln. Donatusstraße. Ach, wir sind in Köln. Die anderen kenne ich alle gar nicht. Klapperhof. Der Klapperhof. Man lernt einfach so die Straßen so auswendig. Das habt ihr ja schon mal gemacht. Nee, das haben wir noch Straßen, nicht gemacht. Nee. Länder. Hm? Und dann auch einfach so? Ja. Ich nehme mir heute 5 Stück vor. Ich mache jetzt jeden Tag 5. Bis Donnerstag habe ich dann 20. Und Freitag versuche ich die zu mischen. Also ich versuche dann jeden Tag immer 5 dazu. Also. Das ist schwer. Wird das am besten? So spielen auch, weißt du so? Da sagst du, ich muss da hin, wie kommen wir denn da hin? Weiß ich. Und dann erzählen wir uns das so. Weiß ich was. Dann ja, aber das Ganze dann erst, wenn er schon in laut, was drin hat. Wie immer, in laut. Du bist Frankfurt, Bella? Nee.
Ja, was denn? Oder? Ja. Fühlt sich schon gut an. Ich war gerade in Gedanken. Du sagst ja dann... Hamburg, doch. Ja, ich weiß nichts. Kann nur die Stadt, weiß ich noch. Ich glaube, Bremen, Kiel. Hanau, nee, auch nicht. Hamburg, genau. Gut. Und dann? Ja, jetzt sag uns mal die Strecke, wie du mit dem Taxi da und da hinkommst. Sag ich, die Strecke brauche ich nicht. Sag dem Taxi, warum ich hin? Stadtrandstraße zur Klosterstraße, da musst du erst Falkenseer Chaussee, Arkadia Ring, Flankenschanze. Da hast du Schwere. Ich immer. Moritzstraße, Altstädter Ring, Klosterstraße. Echt? Fährst du am besten? So, Hackenhorn unter den Eichen. Da fährst du am besten Straße zum Löwen, Konradstraße, Königstraße, Potsdamer Chaussee, Potsdamer Straße, Berliner Straße unter den Eichen. Ist echt, ne? Ist gut? Fantastisch. Jetzt machen wir das andere nochmal. Ich finde ja so erotisch. Von Stuttgarter Hauptbahnhof nach Stammheim. Ein auf Klettplatz, Heilbronner Straße. Stadtstraße, Stadtrandstraße, Klosterstraße. Von Rot zum Stuttgarter Hauptbahnhof. Schotzacher Straße bzw. Tapper Straße. Roter Stich, Auerbachstraße, Pragsattel, Heilbronner, Arnulf. Gibt es bei euch Straßen, die nur eine Zahl haben? BAB 57. Ja, aber die Bundesautobahn 57. Wo mussten da hin? Innere Kanalstraße. Ah, das ist die Stadtautobahn. Da fahre ich auch mal lang, wenn ich in die Stadt muss. Über die Autobahn. Jetzt habe ich so einen kleinen mir genommen. Jetzt gucke ich mal, dass ich den ein bisschen handlicher hinkriege, weißt du? Der andere war so groß. Ich mache heute auch mal was mit Speck. Bei dem Wetter ist es nicht jetzt. Und so heiß ist es ja auch nichts. Ne? Was willst du auch sonst machen? Ich muss jetzt erst mal warten, bis... Ich will ein bisschen hinlegen. Ja, ich bin hundemüde. Du auch? Ja, ich habe erst um 5 gepennt. Ich lege mich jetzt mal ein bisschen. Und ich lerne jetzt noch. Falkenseer Chaussee. Askania Ring. Karolinger Ring, Sachsenring, Saalring, Barbarossa Platz. Vom Tierpark zur Köpenicker Landstraße ist Tresco Allee, Edison Straße, Siemensstraße, Karlshorser Straße. Karlshorser Straße. Und dann kommt doch die Schneller Straße und dann kommt die Köpenicker Landstraße. Boah, lecko funny, ey. So wie du dich fühlst. Gestern Abend haben wir soweit überstanden. Also ich war dann doch nicht so niedergeschlagen, wie ich erst dachte. Also ich habe das ganz gut so all verkraftet, dass ich jetzt noch hier bin. Ja, es war vielleicht doch daran, dass man dann nicht so viel von draußen gehört hat, mitgekriegt hat. Zumindest nicht, dass ich das Gefühl hatte, dass zu viel irgendwie von mir da waren. Ja, ansonsten kann ich nur sagen, dass die Wochenaufgabe
mir überhaupt ja keinen Spaß macht. Also, weil ich bin halt überhaupt kein Typ, der gerne lernen tut. Ja, und dann das Wetter noch dazu, das zieht einen dann schon ganz schön runter. Da hat man dann eher miese Laune so von. Und das schlaucht doch immer ganz schön, das Lernen. Ja, ansonsten denke ich mal, wird das eher eine ruhige Woche. Ja, und dann merkt man ja schon, dass das relativ leer hier ist. Also 4 Leute ist nicht mehr viel. Und daran merkt man dann natürlich auch, dass es dem Ende zugeht. Ober Hauptstraße. Und die Lebensmittel sind da. Ah, dann habe ich ja jetzt Tabak. Ach, dann heißt es Tabak. Super. Um den Tabak. Oh, endlich kann mein Leben wieder beginnen. Oh, unser Leben. Hier ist noch ein Pudding. Willst du den noch essen? Ne, den esse ich nicht mehr. Der steht ja schon 4 Tage, 5 Tage. Kann man ja auch weghauen. Steht wieder. Hier sind auch wirklich von dem Philadelphia. Jedes ist eine Ecke auf und immer was raus wird. Alle 4. Ja, ja. Alle 4 Stück. Ja. Das war aber Andrea, sie stellt frisch was raus und die mag das dann nicht, wenn das angebrochen ist. Das stimmt überhaupt nicht. Ne? Ich habe gesagt, der eine, der schmeckt mir schlecht. Ich mache ein Philadelphia auf. Du hast aber noch einen aufgemacht. Nein, ich habe nicht noch einen aufgemacht. Wer hat den denn aufgemacht? Ja, ich war's nicht. Dann kannst du Verena gewesen sein, weil frisch macht also nur du oder sonst niemand. So ungefähr. Ich habe hier noch nie einen aufgemacht. Ich komme auch gerne. Nee, doch, vielleicht einmal. Habe ich vielleicht einmal diesen Buch. Und das war Sonntag vor einer Woche. Echt, ey, ich habe die alle aufgemacht. Das schon höher. Nein, nicht alle. Hast du aber wenn gesagt. Wenn es jemand frisch aufmacht, weil er kein angebrochen ist, dann bist dann du das bin ich doch. Das. Ja, du magst es doch nicht gern, weil wenn Quark auf ist. Oder wenn Milch auf ist oder so. Das magst du nicht gern. Gib es doch zu, Andrea. Ja. Du bist das alles schuld. Mir ging es jetzt echt nicht darum, wer es ist. Aber es ist jedes Mal, sieht man, dass diese, nee, mag das auch nicht. Dass der Frischkäse überall auf dem Boden ist. Du warst das. Der andere schmeckt schlecht. Hast du gesagt, der ist nicht schlecht. Sag ich, dann lasse ich den offen. Und danach habe ich gar keinen Käse mehr gegessen. Aber was ihr euch hier unterhaltet, ey, seid ihr alle schwachsinnig oder was? Da sind eben 3 auf, dann sind sie 3 auf. Ist doch scheißegal, wer es war. Ist doch passiert. Und? Ich hab nichts mehr dran ändern. Ja.